Hallo Leute, willkommen bei Alex Gamer, willkommen 1.39. Gameplay auf der PS4. Da den Wahnsinn, überall muss ich Updates machen, egal auf der PS3 oder PS4. Überall Updates. Aber ja, okay. Updates bringen auch was. Eigentlich. Und das Lied von NZ, ich sag euch, wie es Lied heißt, Phantom Jake. Jake. Your life passed. Ja, so heißt das Lied. Ja, jetzt eine Frage an euch. Jetzt die Frage nochmal. Keine persönliche Frage, nimmt bitte nicht ernst, aber sind Sie pervers? Da müssen Sie sagen, nein, warte mal, verdammt. Genau. Sie müssen zu einem Kumpel oder zu einem Mädchen sagen, denken Sie bewährt. Da muss sie auch antworten, oder er, nein, aber ich genieße es. Das ist eine gute Frage, echt. Sind Sie bewährt? Nein, aber ich kann nicht schätzen. Eine gute Frage, ja. Ihr könnt so wie immer schreiben. Meine eigene Stimme brauche ich nicht hören. Und irgendwann präsentiere ich Frontlinie. Cool. Willkommen bei Alex Gamer, liebe Zuschauer. Ja, irgendwann präsentiere ich meinen Laptop. Ja, was mir noch abgeht, ist das Microsoft Surface Produkt. Das 3er. Aber ich bin zu faul, um das Video zu schneiden. Das muss ich erst machen. Hey, ein Remix. Echt cool. Ich habe Haufen Dateien, Haufen Video, Haufen große Videodateien. Und ich muss irgendwann mal Bock haben und das zu bearbeiten. Das liegt gut. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr einfach in den Livestream rein. Oder auch nicht. Okay, was nehmen wir? David voll. Nein. Peter? Nein. Albert Einstein. Albert Einstein? Nein. Ich nehme den Albert Einstein. Geht ja gar nicht. Egal. Den Albert Einstein geht nicht. Das Lied gefällt mir. Viel Spaß, Leute, beim Zuschauen oder selber beim Zocken. Viel Spaß.
Ich habe lange nicht mehr Battlefield 1 gespielt auf der PS4. Das muss ich mal nicht wieder dran gewöhnen. Weil wenn ich mal sterbe, keine Geduld verlieren kann. Moment. Ja, grüß dich. Bro Gamer. Ich habe eine Xbox One. Ja, eine gute Idee, aber ich habe eine PS4. Ach, geschlechtig. Verfickter Gegner. Im Einsatzziel Bertha erobert. Ja, ich habe eine PS4 und deswegen kaufe ich nicht die PS4. Xbox One, weil die PS4 die normale PS4 und außer ich kaufe mir mal ein 4K-Fernseher, ja. Dann hätte ich mir die Xbox One geholt. Aber ich habe kein 4K-Fernseher, nur ein 3D-Fernseher. Und ja, mit dem 3D-Fernseher bin ich auch noch zufrieden. Ach, verflucht. Bin ich da mit den einen gekühlt? Smarte Glühbirne. Glühbirnen wären nice in meinem Zimmer. Aber die sind recht teuer. 90 Euro von Philips. Da die für zwei Glühbirnen nicht so cool. Ole? Ole? Ich meine, Ole? Ernsthaft? Er meint das ja nicht. Ich brenne, verdammt! Pro Gamer? War er gerade an mich gerichtet, oder? Pro Gamer, war gerade an mich gerichtet oder an die Gemeinheit? Wenn du meinst, ob ich Ferien hab? Nein, ich hab keine Ferien, weil ich arbeite. Und du kannst hier eh schon denken, weil ich für eine Arbeit habe. Ich sag dir nicht öfter. Endlich! Oh. Ja, ich habe mein
Rechner eingeschaltet hier. Jetzt kommt ein verfluchter Penner. Okay, mich, ja. Gratuliere. Oh, Gamer, du lernst hier ein Moped durchschauen, ja? Gratuliere. Ich war ganz selten mit einem Moped, obwohl ich, ja, keine 16, 17 Jahre alt. Aber warum schon nur mit 19 Jahren immer noch nicht mit dem Moped fahren, oder? Ich mache in demnächst den Autoführerschein und ja, dann fahre ich mit dem Auto. Ganz easy. Ansprache. Aber dafür ist ja nicht. Aber cool, ein guter Unterschied. Ob der in Zukunft mein Zockermusik wird? Wo sind die ganzen Penner? Ach, verflickt. Pro-Gamer, ich bin 19 Jahre alt. Und ja. Wenn das deine Frage beantwortet, ich bin 19 Jahre alt. Ja, aber. Wer? Nehmen wir gleich die Anfrage an. Erobert Einsatzziel Bertha. Ihr müsst sagen, wenn die Musik zu laut ist. Also Pro Gamer, was du willst anwählen. Verflucht. Du musst sagen, wenn die Musik zu laut ist. Peter? Hallo? Wer bist denn du? Okay. Hast du auch Battlefield Angst? Was? Hat du auch Battlefield 1 für die PS4? Wir haben das Einsatzziel Bertha erobert. Wirklich? Ach, wie geil. Ich mach gerade ein Livestream auf YouTube, weil ich ja ein leidenschaftlicher YouTuber bin. Ja, Livestream. Genau. Alex Gamer. Also einfach jeweils die Buchstaben groß schreiben. Ja, wäre nicht schlecht. Und wenn du einen Kanal hast, dann abonniere ich die Truppe natürlich. Geil. Dann werde ich ja abonnieren.
Weil YouTuber machen ja die untereinander abonnieren. Wie bitte? Ja. Seit 7 Jahren ungefähr. Also etwa seit 70 Jahren. Wie lang machst du so YouTube? Ah, nein. Ja. Wir werden zurück. Das wird mir halt immer gleich mit der Zeit. Ja. Ah, welcher Spieler zu viele PS4? Welcher Spieler zu viele PS4? Erobert Einsatz. Na, egal. Ich nur dein Kanal am Gaming-Kanal oder an der Technik-Kanal? Geil. Nämlich, ich hab drei Kanäle. Nicht, dass ich geldgeil bin oder so. mein Hauptkanal ist ja Alex Gamer. Gaming-Technik-Kanal, der zweite Kanal hat PC News, geht hauptsächlich über den Computer, Computerprobleme und so weiter. Aber da bin ich nicht so aktiv wie beim Hauptkanal. Und der dritte, und der dritte Kanal hat Foto und Videotipps und Tricks. Dort sage ich halt den Zuschauer, wie ich mit die Kamera, zum Beispiel Spiegelblendkamera, von die ich eine habe, von Nikon. ein paar Tricks und wie man richtig filmt und wie man gute Fotos machen kann, zum Beispiel. Danke. Genau. Ja. Die dann eh alle. Die dann noch die. Wie viele Abonnenten hab? 104. Gott. Am Community-Kanal hab ich 12 Abonnenten und auf dem Video. Fotokanal 13. Wie hat die Nummer? Erobert Einsatzziel Cäsar. Ja. Okay. Wie Nummer Fitness? Also, okay, danke. Ich hab die abonniert. Warte bitte. Vielleicht heute Abend so zum mit meinem Kanalnamen in deiner Ding erscheinen oder morgen. Oder wenn
immer noch nicht erscheint, dann schaut mal, dann tue die der abonnieren und dann nochmal abonnieren. Vielleicht glaubt dann, dass man am weiteren Check. Ach verdammt, ich brenne. Oh, Battlefield an sich schon ganz geil, ja. Ja, du kennst ja sicher GTA San Andreas, ja? Ich hab mir vor ein paar Tagen, runtergeladen für die PS4, weil ja minus 70% ja in PSN steuert und das Spiel kostet nur 5 Euro. Ist eigentlich billig. Von 15 Euro. Und da habe ich mir gedacht, ich gönne mir mal die alte Klassiker. Auch wenn ich für die PS2 auch habe, weil die kriege ich gar nicht weg mit Verkaufen, aber wer will zur PS2 jetzt zur Jahreszeit? Die Decke ja. Wir werden zurückgedrängt. Vielleicht ist in mein Video gerade am Echo, weil da muss ich mein Heimkino abschalten. Das mache ich klar. Ja, ich hab gerade gehört mit dem rumgeschotzt was rumgeballert. Und ja, aber hast du am Heimkino-System darm sterben oder nicht? Ah, geil. Hab ich auch früher gehabt, bis ich mich entschieden hab. Hey Alex, was hey? Ich wollte ja immer ein Heimkino online haben, wo ich richtig 5.1 genießen kann, aber also wenn die Filme was ja. So wie im Kino halt. Genau. Funktioniert. Ja. Nur die Playlist, ich hab ein kleines Zimmer und der Ton ist ja schon gut, aber wie am Frühjahr im Sommer runter übersiedelt habe mit meinen Lautsprecher und komplettes Heimkino, PS4, Fernseher, halt einfach. Einsatzziel im Keller, der Ton ist einfach viel besser. Der Wahnsinn. Da hab ich jeden Tag geschockt, Filme geschaut, komplett laut auftrat, weil der Ton einfach zu gut war. Sieht man einfach geil. Erobert ja. Einsatzziel Cäsar. Das ist halb so schlimm, Junge! Von Wöchenlohn Kunden, du Engel. Von Wöchenlohn. Ja. Ah, geil. Österreich. Was? Vom Zitronenzit Angebot. Also, halt war auch die Laptop auf einmal billiger. War nicht bei euch in Deutschland. Na, ich hab letzte Woche ein gutes Angebot. Knapp bei mir in Österreich, der Saturn in Lenz.
hat neu gekauft, nicht? Und da habe ich mir einen Laptop gegönnt. Der konnte nicht viel. Der war richtiges Schnäppchen. Warte, wie viel der kurz hat. 366 Euro. Geht nix. Na, für den habe ich jetzt halt. Wie den angebot. Boah. Oh, keine Ahnung. Ich hab den eigentlichen Preis gar nicht gesehen. Nur das Angebot ist gestanden. Ja, genau. Ohne Zugang. Mehr Bomben. Ja, Bomben zu einem gebrauchten Laptop kaufen, wenn ich einen guten Laptop einen Chef krieg und mit Garantie natürlich. Ja, stimmt. Glaubt, du schaltet eine Versicherung für Laptop aus? Für 300 wir haben Euro Laptop oder 400 Euro Laptop zum Beispiel. HP. Ein Intel Core 3. 1000 Gig. Also 1 Terabyte Fettplatten. 8 GB RAM-Speicher und einen Grafikkarten ist nicht so eine gute Trainer. Intel HD Karten, also am Mainboard, aber ich brauche den ja nur für unterwegs oder in Urlaub, wenn ich Videos schneide, da die halt endlich Videos schneiden kann. Und ja, schon. Ja, schon habe ich einen besseren Rechner daheim stehen mit einem Intel Core 5, 1 TB Fettplatten, 8 GB RAM-Speicher, was für meinen Rechner genügt, der Acer-Rechner. Und funktioniert eigentlich ganz gut. Und der Vorteil ist, ich habe 2 Monitore. Weil für Videos schneide ich 2 Monitore echt geil. Wir haben Sony Vegas Pro. Ja. Was machst du mit die Sony Cam? Nein, ich hab keine Sony Cam, ich hab Spiegelreflexkamera kaufe ich vom. Nein, nicht. Wenn du genau wissen willst, die Nikon 5200er. Ist echt ein guter. Ja, die ist sau gut. 24,7 Megapixel. Geil. Ja, die ist auch gut, ja. Weil ich wie heimgekommen bin, habe ich gar nicht angedacht an Ort anzocken. Geht dann noch wieder GTA San Andreas gespielt und ja, was soll ich sagen, die Grafik, was? Ja, warte, was ich probiert habe, ich habe ja etwa Monitor bei meinem Community, wie ich verwende, ein Samsung Monitor von 22 Zoll und den HP Monitor hat echt gut die 4 Videos verarbeiten. Also nicht zwar Empfehlung nicht für YouTube. Aber HP baut gute Laptop und extrem gute Monitor. Was ist?
Lithium. Gibt hier eine Fort. Welches Handy hat denn ge? Welches Handy verwendest du derzeit? Ah, geil. Geil. Kommen das Kampfgebiet zurück. Ja. Nice. iPhone schon, Shogun, geile Geräte. Ich hab die gerade die One M9. Ja. Danke. Die M9, die 10er. Hab ich mir überlegt, ob ich mir kaufen soll, aber ist irgendwie immer nur teuer. Ja, stimmt. Aber mein Handy ist hier geworden, Wattelschaden. Und ich wollte unbedingt gerne das Handy. Und darum habe ich mich für eins entschieden noch. Lange Recherche. Und viele tun schon. Und andere Handys habe ich gehabt. Aber verstehst du mir eigentlich, wenn ich in Dialekt rede? Okay. Oder Train Hochdeutsch reden. Okay, Bot. Ja. Ich verstehe die ganz gut. Erobert Einsatzziel Emil. Irgendwie war die Punkte war, ich hab eigentlich jeder ständig unzufrieden. Boah. Das war echt verrückt. Und dann und einmal habe ich mich. Hat der Kerl mich von Wilhelm bei einem gebrauchten iPhone 5S richtig forscht. Die Ohrmuschel war hin, der Lautsprecher vor allem euch oder ihr an euch gar nicht war, keine Ahnung, aber bei den anderen iPhone war der Ton viel besser als von dem 5S, den man da hat. Ja. Ohrmuschel war irgendwie zu leise. War irgendwie auch nicht. Aber irgendwie war er schon überschuld, weil ich glaube, ich kann die Software umgehen von Apple. Also ich hoffe, dass Apple halt nicht und mithört, aber ja, egal. Ich wollte von Apple umgehen, die Software, da die irgendwie per Code halt freischaltet, sagen wir so. Ich glaube, du warst wie Mann. Ich glaube, du warst wie Mann in Apple in 7 Minuten schon. Lieber tu ich nicht mehr darüber reden, weil was die Polizei mithört oder so. Oder wie du was sagen kannst, die da scheiße tun. Ja, wie geht's eigentlich schon? Ganz gut. Ja. Ja. Alex Gamer. Nur die Anfangsbuchstaben, also Alex, das A-Code und Gamer extra und nur das G-Code. Also, halt, so wie man ausspricht, eigentlich nochmal. na, 104.
Ja. Gott sei Dank. Ich tue die dann Druck abonnieren. Wenn ich die dann in meiner Ding schicke. Ah. Da habe ich schon was entdeckt. Ich finde die neue die neue YouTube und Sicht denke ich ganz nice gemacht. Aber irgendwie kenne ich mich gerade gar nicht aus. Ich will unter meine Abonnenten gehen. Und irgendwie komme ich ständig verwandelt, wo ich nicht will. Warte mal, Kanäle. Ah, wie hat die Nummer? Erobert Einsatzziel David. Ja. Hat du um die 5000 Abonnenten? Okay. Du musst dir dort suchen. Mal super wird, wenn ich Ding, wenn ich bei meinen Kanäle und Schicht, also bei den Abonnenten da der Lupe gehabt, da die Tür stöbern kann. Aber nein, gibt nicht. Na, ich tue sie gerade. Oder hast du Facebook? Okay. Da tun wir eine private Nachricht auf YouTube. Schreibt. Einfach Alex Romek. Ja. Jetzt schreibt man mit H am Anfang, also H-R-O-M-E-K. Romek. Erobert ein Land wie Cäsar. Okay.
Ihr habt die abonniert. Früher habe ich Wir werden zurückgedrängt. Nur ein Android-Tablet gehabt, vor dem ich auch meinen, also auf den Kanal vorgestellt habe, die Lenovo Tab war, A1030, wo ich vorgestellt habe, wo, na, meine ehrliche Meinung, naja, nicht so wirklich ganz geil ist, das Tablet. Nur von den Lautsprechern durch die Bügel, ja auch, aber. Sony die Tablet von euch. Und Android, ja. Ich denke, gut, eher gut bedient, aber irgendwie wollte ich mehr. Irgendwie wollte ich nicht so eingeschränkt sein. Bei Apple ist man leider nur mehr eingeschränkt, aber ja, Apple gibt halt Sicherheit. Und ich wollte ein Windows-Tablet haben, vor die Art. Gekauft gehabt habe, die Surface 3, weil ich auf den Kanal ein Unboxing gemacht habe und will die Umutter die Tablet an. Aber ich habe die Tablet zurückgegeben, weil der interne Speicher ist ein Witz, war 3 GB interner Speicher. Das ist echt ein Witz und der Windows 10 ist für euch. Wenn die Updates hat. Wir haben das Einsatzziel Bertha erobert. Und jetzt habe ich einen Laptop, wo alt reichen die hat. Und das Tablet schaut er irgendwie verkauft. Weil. Bitte? Ich glaube nicht. Lenovo. Ja, auf Spock und auf Wilhelm. Nein, noch nicht. Die ist ja eine gute Idee, ja. Stimmt, ja. Oder über Amazon. Da habe ich auch einmal verkauft, ein Stereo Gaming Headset, weil ich vom Saturn damals gekauft habe. Um 30 Euro und um 20 Euro habe ich verkauft. Nein, 25 Euro, genau. Ein paar Euro hat Amazon gekriegt, weil wegen dem Verkauf, wegen die Vorschau und 12 war ja. Ist ja klar. Und 18 Euro hab ich gekriegt. Immerhin halt ein paar Euro, aber ja. Ich kann ja nicht um 30 Euro wieder einstellen. Das war ja, wenn man halt aufmacht, ist ja nicht mehr neu. Außer das hat keine Kratzer. Dann nicht was anderes. Ja. Aber dort merkt man, dass das Ding, wie nennt man es, genau, das Headset, ein wenig eingewickelt war mit dem Kabel. Also ständig Kabel zu lassen und so. Drum habe ich mir am 5.1 Gaming Headset von Turtle Beach geholt. Weil die ganzen Kabel, boah, der Wahnsinn. Wenn die automatisch so eintragen wird, ja. Und ja, irgendwie bin ich eher mehr auf Violet Kopfhörer und so weiter. Aber auch noch der Lord mit die Violet Kopfhörer und so und Bluetooth Kopfhörer. Wenn Light, dann hat man auch Pech gehabt.
Hab ich mal gemacht, aber ich tue irgendwie komisch weiter nicht mehr. Weil auf Twitch habe ich einmal live gekommen, aber die Videos bleiben nicht oben. Also das wird automatisch wieder. Achso, okay. Ja, ich tue halt auf den Grund auf YouTube streamt, dass ich halt die Videos selber einziehen kann. Halt eher zur Kontrolle, nicht, dass irgendein Fehler passiert ist beim Livestream. Ja. Manchmal tue ich die Videos über die PS4 aufnehmen und halt selber bearbeiten. Ja. Leute, seid echt cool. Battlefield 1. Das gibt hier nicht. Der Panzer. Boah. Verdammt. Das Greifviertel 11 ist schon, oder was? 11 Uhr schon. Wirklich? Ich meine Smartwatch. Also, Samsung Smartwatch. Zeigt 11 Uhr. Mein Handy auch. Das 11 Uhr. Ich. Bitte wieder da. Battlefield, aber egal, wenn man gegen uns spielen kann. Ja, genau. Welche Spiele habt ihr für die PS4 eigentlich? Okay, ich hab ein bisschen mehr ne Spiele. Welche Spiele hab ich? Echt jetzt spielen logisch weiter am Telatofahrt auf der Fettplatte online runtergezockt von PSN Store. Habe ich glaube ich ja, 20 Euro gezahlt. Genau ja. Dann habe ich Dinglet, The Following. Ma.
Falk für 4 habe ich auch noch. Ja, genau. Mein Motor, mein Licht machen. Genau. Resident Evil 2 Revolution habe ich auch noch. Ja. Resident Evil 8, ey, verdammt geil. Kennt ihr glaube ich auch, oder? Wer kennt ihn nicht, ja. Ich... Okay, die wollen wir morgen kaufen. Die darf ich nicht in dem Video zeigen, weil so ein bisschen ja viele sogar die anderen Zuschauer. Aber ja, das wäre geil Zeichen. Ich schreibe dir dann auf Facebook. Ja, hab ich. Weil wer hat heute da kein Facebook und WhatsApp? Ja. Erobert Einsatzziel David. Ja, stimmt. Na, ich jog öfter. Ich habe nur Battlefield 4 gespielt auf der PS4, weil man so getaugt hat. Und ich hab am Pre-Auf-Tick Portrait-Tick noch geschockt, Limited Edition. Da hab ich Battlefield 3 gehabt, Battlefield 4. Dann hab ich von meinem Bruder AP3 gekriegt. Da hab ich mir dann WDP3 Battlefield 4 gekauft. Ich würde einfach ausprobieren, wie die Grafik geht auf der P3 und auf der X360, weil zum Beispiel in GTA ich zum Beispiel die Palmen auf der X360 besser, aber zu viel die Strotten auf der P3. Jetzt ja, merkt man schon Unterschiede manchmal. Ja. Aber die P3 ist ein bisschen hin, weil der Blue Player ist im Arsch. Aber die Tat, ich kann keine Filme mehr anschauen und keine Spiele spielen. Toll. Und ich. Na, die hat später. Ich hätte auftreten nicht wollen. Keine Ahnung wieso, aber ich brauche Spiele um die 10, 15 Spieler und ich kann nicht spielen. Und da sind auch Spieler so wie Resident Evil 5 und 10-6 der Zeit. Ist echt toll. Und ich hab beim Resident Evil 6 da bin ich damals Katakomben dazu gekauft, bei Müller, genau, ja. Da bin ich fast fertig mit der Conti-Kampagne. Aber leider ist die P4 am Arsch. Ah, bleibt die P3. Aber die PSN, also PS-Blut-Spiele kann ich runterladen, ist eh kein Ding, aber ich hab halt reingehört auch bei der P3, bei den Spielen. Da gibt nur scheiß Spiele in Angebot gerade. Was die angeben und die PS Blut hat. Am Hot. Was mich interessieren will, hast du die normale PS4 oder die neuen PS4?
Ah, geil. Ich hab die normale PS4, aber die Ecke. Aber an euch. Nein, nein, nicht die erste. Aber die war 16 ausgekommen. Die PS4 Pro und die PS4 Slim Idiot war 17 ausgekommen, gell? Und die PS4, die normale PS4, aber ich habe halt die Part 16 Version. Aber leider ist es nicht so wie beim Feind mit dem Sensor oder wie bei meinem Bruder mit dem Touch-Knopf, mit dem Schallplatte-Knopf. Also wenn da das Bier runterfliegt und Platte-Knopf, ist die PS4 nicht mehr zu gebrauchen, auch über den Controller. Ja. Aber warum zu Ende die verfickte Platte-Knopf hier werden? Ja, bin ich schon zufrieden. Aber wurden eh nicht schlecht, ich bin ein 3D-Fernseher. Dann war viel zu. So groß ist wie auch nicht, aber es geht eigentlich für die Kreis. Zum Schuppen und. Ja. 55 Zoll wären mir lieber. Oder warum nicht gleich an 3D-Beamer oder gleich an 4K-Beamer. Das wäre geil. Ja. Schau daher, aber es lohnt sich für Filme. Ja, geil. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Ja. Zum Beispiel, wollte ich den Übel in 3D schauen, ist echt geil. Oder Transformer, da warte mal, Transformer gibt ja nicht in 3D. Aber ist auch geil. Besonders mit einem 5.1 Heimkino-System ist besonders echt geil. Zu joken macht auch viel mehr Spaß. Aber warte, wird mir umgeht. In Linz, wie die Station nicht geöffnet haben, auch vorteilig jetzt. Die ganzen Technik-Sachen, was vorher in dem ersten Stück waren, ist jetzt im Erdgeschoss unten. Ist gut. Aber leider haben die den guten alten Heimkino, den Heimkino-Platz abgeschafft. Da habe ich immer gechillt nach der Arbeit. Keine Ahnung. Vielleicht war das Jahresumkommen nicht so hoch. Kann ja sein. Aber die war einfach ein geiles Feeling. Und da war in dem Heimkino schön kühl, was? Das war nicht geiler. Ja, stimmt. Erobert Einsatzziel Emil. Stimmt das Gerücht am Dat Battlefield 5? Na, plötzlich. Dat geht ja 6. Angeblich nur auf der PS4 Pro zum Spielen, dass man nur spielen kann auf der PS4 Pro. Stimmt, ich glaube, das. Ja. Ah, na, Battlefield 6, meine. Also, wie. Ach, ich glaube, du kommst mal Battlefield.
Gott. Glaubt du kommt mal Battlefield 6 aus? Also in dem Fall, wenn Battlefield 1 Battlefield 2 hat. Warum EA gerade auf den Namen kommt, Battlefield 1 und nicht anstatt Battlefield 5, verstehe ich auch nicht. Ja, stimmt. Hat du auch recht, ja. Ja, was war echt scheiße war, bei Battlefield 4 damit, auf der PS4, ja, auf der PS4 noch, da hab ich dann keine Verbindung zum Server herstellen können, also direkt zur EA. Hab ich nicht mehr zocken können, war echt scheiße. Verteidigt die Einsatzziele. Aber bei den anderen PS4 ist normal gegangen, was? Nur bei mir nicht. Na, das Internet ist ganz normal gegangen. Ich hab drei Wochen nicht mehr joggen können handeln. Andere Spiele ist normal gegangen. Echt viel nur. Ja, genau. Er hat noch die vierte, fünfte hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha Platz. Hoch nicht hochkommen. Mal, ich reg mich auf, wenn wieder vor Hacker am Juni hacken und den Server down stellen durch die Weihnachtszeit. Bei Weihnachtszeit. Halt. Feindes wurden an unserer Seite geleitet. Stimmt, ja. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Albertplatz. Jetzt wollte er einfach den Moment ein. Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Ja. Das wenn euch der Premier passt. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Aber der Premier passt vor für euch. Zum Glück habe ich am Vorjahr, bei Weihnachtszeit, wo Sony gehackt war nicht, nur die PS4 gekauft und kein PS4. Aber bei PS4 haben wir die kompletten Server, also die kompletten Spiel-Server, dann gehabt. War echt gebrechert. Manchmal gegangen und öfter nicht. Toll. Ja, mir hat ständig Gatti gehabt. Hab ich keinen Bock mehr gehabt auf Joggen. Ja. Aber Filme schauen hat ganz normal gegangen. Ich nicht. Ja. Glaubst du? Keine Ahnung, wie das Bild dann ist, aber wenn ich das PS4 Bild auf meinem Rechner am HP-Monitor zu immer, also mit der Remote
App da. Also mit der Remote Software von schon hat. Ob die jetzt. Ob die eine gute Idee wäre. Du nicht. Okay. Danke, okay. Danke zum Launch. Kennst du die ein bisschen mit dem Computer? Mit dem Computer. Okay. Die sieht gut, ja. Wenn man solche Leute findet, wo die wollen für also für Technik und Computer interessieren. Das stimmt, ja. Und kann man vielleicht Schwarzgötter machen. Ja, stimmt. Aber wenn man selber Probleme hat, kann man sie meinen Job eben auch zu machen. War selber nicht weiter und tut nicht cool. Dann die konnten IT-Techniker natürlich, von denen alles. Weil jede kann ja nicht alt wissen, ja. Ja, stimmt. Bitte, aber ich mein Zimmer ist extrem hart, ja. Aber wenn ich so die Fenster geöffnet habe, was? Könnt ihr ja wahrscheinlich auch, oder? Aber ich glaube, ich muss mal irgendwann eine Kühlschrank zu mir aufstellen. Sorry. Und mit Bier befüllen. Und da die Bierwänden schocken, trinken kann. Oder eventen Film, Qualität Bier, eventen Film schon oder schuppen. Echt nett. Oh. Oder was auch eine geile Idee wäre, von der Wasserleitung, nicht dass da ein normales Wasser kommt, oder zu auftrennt hat, bei einer Seite WhatsApp kommt und bei der anderen Seite Bier. Ja, das wäre ein geiler Plan. Aber ob. Ja, stimmt. Wäre gute Marketing. Aber ob das Bier dann kalt ist, ist eine andere Frage. Und wenn die Röhren innen rot bildet, ist auch nicht gut. Aber wir, ja. Ja, stimmt. Ja. Aber was geil wäre, wenn mal Firmen entweder mich anschreiben oder ich tue denen anschreiben. Und dass die mir Produkte schicken.
So wie bei den großen YouTubern. Ich bin ein paar Firmen angefragt. Große Firmen, aber niemand wollte mir was schicken. Ich hab selber angefragt an die Firmen. Dass ich das Produkt von denen, ob die mir zuschicken können, da ich ein Review vorstellen kann. Ja, leider eine Absage. Aber ich glaube ja. Aber was nicht schlecht war, ich hab Red Bull für Anfrage geschickt, ob ich gesponsert wird, weil ich gesagt habe, in meinen Videos habe ich den Red Bull Toten hergezeigt und ein bisschen präsentiert, gell, der hat den Red Bull Toten. Gut schmeckt. Dann haben die mir jetzt immer eine Mail drucken von den Leuten. Aus kleiner Anerkennung schicken die mir ein Zigpack Red Bull. Und die haben wirklich gemacht. He. Echt geil. Dann habe ich gleich ein Video gemacht. He. Weil, warum nicht eigentlich? Ja, stimmt. Stimmt. Ja, hab ich. Stimmt, ja. Ja. Stimmt, ja. Hab ich auch nicht noch gesehen. Ja. Wenn ich fragen darf, wie viel wir bieten, du eigentlich? Ah. 19, 20? Ah, geil. Boah. 19. Wir werden zurückgedrängt. Okay. Ich bin heute 19 geworden, damit so am 17. Juni. Ja. Danke. Zu weit habe ich jetzt ja nicht, aber weil ihr vergeht, am Freund einzuladen. Irgendwie habe ich mir nur an den allen geilen Filmen konzentriert. Und der Kinofilm Baywatch. Der ist ja richtig geil. Ja. Ich habe mir nur an den Film konzentriert. Die dreht sich auch vergessen. Schöner, ja. Aber den praktischen Geburtstag soll ich schon richtig feiern. Ja, stimmt. Du, mein Geburtstag habe ich am Video auch gemacht. Glaube ich auch über Battlefield 1. Ja, genau. Irgendwie in der letzten Zeit tue ich nur auf meinen Hauptchannel tun. Ja, geht bis morgen wieder online. Okay, Gott. Ich höre auf, weil ich habe glaube ich nur
auf Amazon Prime, welche Filme gibt und da mir dann eine Tier. Erobert Einsatzziel ja. Cäsar. Bald, bis morgen. Ciao. Ja. Ciao.